Ich war im Kino und habe mir Ariel angeguckt, ja? Die letzte Realverfilmung von Ariel. Und das Besondere bei dem Ariel-Film war, dass Ariel da halt jetzt von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird. Bill Haley heißt die Frau. Und wie es halt bei einer Hauptdarstellerin so ist, sieht man die halt groß auf dem Bildschirm. Man sieht die schwarze Ariel, Typ hinter mir im Kino. Die schwarz. Voll unrealistisch. Findet die Hautfarbe? Findest du unrealistisch? Also mich macht die Flosse skeptisch. Hautfarbe? Habe ich schon mal gesehen. Er findet die Hautfarbe unrealistisch in einem Film mit singenden Fischen. Dreizack, der Blitze schießt. Alles cool. Hauptcharakter ist schwarz. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf hier. Jetzt ist gut. Ich werde für diese Nummer gehasst im Internet. Ja? Weil die schreiben mir dann, Maxi, du verstehst es nicht. Eine schwarze Hauptcharakter, eine schwarze Ariel ist unrealistisch. Denn die Sonnenstrahlen kommen ja gar nicht so tief runter ins Meer. Und ich so, da ist eine singende Krabbe. Was ist dein Problem? Ja, aber Maxi, ey, du bist so ein linksgrün versiffter Gutmensch. Disney, die den Film verlegen, ja, die machen das ja nicht, weil denen schwarze Menschen wichtig sind. Nein, 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 nein. Die machen diese Woke-Scheiße nur mit, weil die damit Geld verdienen wollen. Und ich so, nein. Ein Konzern will Geld verdienen? Hör mir auf. Ich finde, man kann das alles kritisieren. Ne? Das ist auch total wichtig. Man muss darüber streiten. Aber wer verstehen will, warum das wichtig ist, es gibt ein Internet, ein Video, wo Kinder mit schwarzer Hautfarbe, Mädchen mit schwarzer Hautfarbe, den Trailer von diesem Ariel-Film sehen. Und sie sehen sich selber, was sie sein könnten. Und die weinen vor Freude, weil sie das noch nie gesehen haben. Und wer dieses Video sieht, der stellt keine Fragen mehr, warum das wichtig ist.